Jetzt möchte ich aber eigentlich noch mal zum Start der Welt, weil ich will das Ganze hier chronologisch machen. Es gibt hier nämlich an diesem Schiff mehrere Fenster, wo man reinkommt, und dann sind da noch kleinere Sachen drin. Du bist kein Gegner jetzt, dann gehen wir in dieses Rohr hier rein. Oh. Was? Gibt es hier dieses TNT, fast darf man nicht berühren? Kriegt man am besten mit Eiern oder goldenen Federn? Ein Momoschädel hätte ich gerne. Hier sind halt meistens Momoschädel oder Noten drin, aber. Ja, halt Eier und Federn, aber Federn Eier braucht man ja nicht. Man will ja nur Noten und Momoschädel haben. Wir gehen hier wieder raus. Warte mal, was ist hier? Leute, sind goldene Federn. Ich dachte zuerst, es ist eine Note. Absolut asozial. Man hat es nur kurz funkeln sehen. Du gehst doch kaputt. Genau. So, hier gibt es wieder ein paar Noten und einen Mumbo-Schädel, glaube ich. Safe auf einem der Betten. Ja, ich habe Bilder. Okay, erkennt man nur ganz schlecht. Ich könnte schwören, hier war ein Mumbo-Schädel. Hat eben nicht. Können aber noch weiter hier hoch. Aber nicht hier hoch, sondern hier an die Seite, weil hier gibt es auch noch ein paar Fenster, in die man dann auch safe reinkommt. Ah, hier wird sogar ein gutes Puzzleteil. So, eigentlich auch ganz easy zu holen. Ja, ich bin echt überrascht, wie erfolgreich wir es tatsächlich sogar sind. Hier, der Mumbo-Schädel spielt aus McQueen der Welt. Ganz angenehm, das Puzzleteil ignorieren wir. Wir gehen erstmal hier rein. Wo es in die Küche kommt. Ah, es nimmt nicht sogar Schaden, wenn man da reingeht. Muss auch wieder goldenen Federn machen. Es gibt auch echt recht viele. Sag's der Mumbo-Schädel. Ich glaube, müsste ich es sogar 15 geben. Oh mein Gott. Oh, die Note ist auch recht asozial, muss ich sagen. Die Eier sind im Kühlschrank. Lull. So. Das müsste vielleicht sogar das letzte Fenster sein. Ich weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall haben wir sogar schon fast die Hälfte. Okay. Diese Welt, es scheint es doch nicht so schwer. Also ja, es ist halt der Maschinenraum, der absolut asozial ist, aber der Rest der Welt ist echt, glaube ich, recht angenehm. Wir haben noch kein Chincho gefunden, aber scheiß drauf. Denn diesen Zahlencode 312111 brauchen wir. Denn an dieser Stelle müssen wir diesen Zahlencode kurz eintragen. Das hätten wir. Und wir kriegen somit. Okay, das ist eigentlich das oben spawnt, dann eben nicht. Ist okay, Spiel, ist okay. Wollen nämlich jetzt das Schiff weiter besteigen durch diese zwei Türme. Da muss man sehr oft hin und her gehen, wo es eigentlich ganz gute Noten gibt. Und ich glaube, da ganz oben auf dem Turm ist dann ein Puzzleteil und ein Mumbo-Schädel. Also auf einem Turm ist ein Turm ist ein Puzzleteil, auf dem anderen ist dann ein Mumbo-Schädel. So, ich habe hier jetzt den Mumbo-Schädel. Ja, da ist das nämlich ein bisschen versteckter. Auch zumindest. Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Ich will einfach nur das Puzzleteil haben. Perfekt. Ich tatsächlich schauen, wie ich jetzt eigentlich weitermache. Ah, ich weiß, dass ich gehe jetzt einfach mal hier hoch zu diesem Teil des Schiffes, hole mir diesen Hexenschalter ab, der eigentlich recht sogar schwer ist, weil dieser Sprung echt nicht so einfach ist. Wir haben ihn aber. Thank you.
Ah ja, hier hinten gibt es noch einen Wurmwaschschädel. Und derzeit gibt es noch ein paar Noten, die habe ich nämlich nicht geholt. Das weiß ich, weil ich halt dachte, ich sterbe halt, was halt dann auch passiert ist. Können wir, glaube ich, sogar schon am Anfang der Welt, weil wir können das ganze Schiff nämlich so umkreisen und da gibt es dann mehrere kleinere Aufgaben oder Missionen. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Und wir hier am Anfang und ich würde zeigen, wir gehen erstmal nach links, wo ich sogar schon war, aber einfach ignoriert habe, weil ich ja alles chronologisch machen möchte. Es gibt hier erstmal ein paar Noten. In diese Häuser können wir rein, wenn oben das Fenster grau ist oder da unten ist ein Jinjo. Oder da unten ist so eine Luke offen. So, dieser Jinjo ist echt nicht einfach, weil man halt echt ein echtes. Wow, echt. Es ist ein echtes Bluffproblem. Wow, wo hast du eigentlich sprechen gelernt? Oh Mann. Ja, weil man halt doppelt so viel Luft verliert. Scheiße, da geht heute hoch. Wenn man taucht. Gottes Willen. Kreisen dieser Welt muss man jetzt öfters in solche Luken Eiern reinschießen. Das glaube ich sogar doppelt. Weil dann kommt man meistens noch an irgendwelche Sachen wie Mumbo-Schädel oder goldene Federn ran. Oh, jetzt, das ist ein Fenster, wo wir ganz easy reinkommen. Weil es halt grau ist oder besser gesagt schon angeschlagen. Ah, dieses Ding. Hier gibt es sogar einen Puzzle. Ne, gibt es hier Puzzle? Ja, oh, ja, es gibt hier einen Puzzleteil, definitiv. Ich bin mir zu 100% sicher, hier gibt es einen Puzzleteil. So, jetzt muss ich schauen. Es gibt hier auf jeden Fall noch einen Mumbo-Schädel und ich glaube Noten. Hier ist noch ein Leben. Ja, ich bin mir jetzt halt bei diesem Teil der Welt echt unsicher, weil ich den halt echt nur aus meiner Kindheit kenne. Weil ich so das Spiel nie wirklich durchgespielt habe, wegen diesem scheiß Maschinenraum. Außer einmal, ein, zweimal oder so. Okay, man kommt auf jeden Fall auch unten rein, weil da diese Tür offen ist. Jo. Nicht cool, Mann. Nicht cool. Kurz umschauen. Ich glaube, das war sogar alles. Gehe ich mal durch die Tür raus, weil ich halt sowieso hier ins Wasser springen. Dieser Delfin hier Probleme hat und dem müssen wir helfen, indem wir hier reinschwimmen. Und diesen Teil oder diese Stelle in dieser Welt habe ich wirklich als Kind nie herausgefunden. Scheiße, ich muss hier down gehen, Alter. Das habe ich wirklich erst gefunden, diesen Abteil, als ich es dann Jahre später mal nochmal gespielt habe. Das ist echt krass, weil hier ist echt. Also man kriegt ja halt durch diesen Delfin an einen Puzzleteil und hier gibt es Noten. Das heißt, die haben mir als Kind immer gefehlt. Schon irgendwie krass. Aber ich habe es einfach vergessen, dass ich diesen Raum gefunden habe. Ich hatte wirklich, als ich den damals dann einfach random gefunden habe, weil ich mir so dachte, ey, da könnte vielleicht ein Mumbo-Schädel drin sein. Ich habe echt gefunden. Das war schon ein geiles Gefühl damals. Scheiße, ich hab echt das Luftproblem. Ey, nein, ich will nicht so sterben, wenn ich so sterbe. Ich hasse mein Leben, ich hasse mein Leben. Geh an die Leiter, geh an die Leiter. Bitte, Banjo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wäre jetzt echt. Was sag ich mal? Echt, Alter. Es wäre jetzt echt scheiße gewesen. Ich nicht so schnell gestorben bin. Aber ich mir fällt auf, ich muss wieder ins Wasser, weil hier unten noch ein Eingang ist. Lustigerweise. Gott, schon da ist ja dieser Hai. Oh Gott, der Hai aus der zweiten Welt. Ich sagen wollte. Diese Stelle habe ich wirklich auch dann erst später gefunden, weil das hier kann ich mich als Kind gar nicht erinnern. Ich muss. Das ist eine Unikwab, okay. Ich muss halt auch gerade nachdenken, was ist hier überhaupt. Natürlich ist es eine Honigwabe.
So, damit haben wir alle Honigwaben in dieser Welt. Und ich glaube, wir haben sogar die Hälfte der Puzzleteile.